wenn wir jetzt reinkommen, dann müssen wir mit Juden lassen. Mich wundert nicht, dass ihr euch verkraft habt, euch Idioten. Ja, ja, klar. Hallo, ich war schon da, da haben sie noch in die Winden geschissen. Ab in der Way. Dann schreibe ich dich zum Frühstück. Schlage ich dich tot, du Hure. Ab! Hi! Hallo! Wenn die Polizei rufen ist, ja, holte. Auf der Stelle, wir haben schon gerufen. Wir haben schon gerufen. Wir haben schon gerufen, die kommt schon. Okay. Mann, da wäre das los. Genau so, wie diese Frau sich verhalten hat, ohne zu zögern, ohne wegzuschauen, hat sie sofort die Hilfe angeboten. Und das wünschen wir von der Zivilbevölkerung, dass sie nicht gleichgültig bleibt bei solchem Unrecht und dass sie sich sofort einmischt. Ich bin im Jahre 1993 gekommen nach Freiburg und das war in dieser Zeit absolut nicht so. Das war alles ruhig und ich habe genossen, meine Familie hat genossen die Ruhe und diese Freiheit in Deutschland, im neuen Deutschland. Und das hat mit dem steigenden Antisemitismus vor 5 vielleicht oder Jahren oder noch früher angefangen, aber in der letzten Zeit steigen diese Vorfälle rasant. Wir sind sehr oft im Umkreis unserer Synagoge den antisemitischen Pöbeleien ausgesetzt. Die haben viele Strafanträge gestellt in der letzten Zeit. Nun sind sie meistens in die Leere gelaufen. Also das finden wir auch nicht okay, weil die Täter sollen Verantwortung übernehmen für das, was sie tun oder getan haben. Wir haben mehrere Male mit der Polizei in Freiburg auf dem höchsten Niveau, auf der höchsten Ebene gesprochen und haben gebeten um den Polizeischutz, wenigstens um einen uniformierten Polizisten. Nur in Freiburg hören wir oft, entweder es gebe keine Bedrohung, und das ist nicht der Fall, wir sehen auch anhand dieses Vorfalls, oder dass in Freiburg zu wenig Polizisten gibt.